Eine nicht angekündigte Rampenlichtstunde wurde angekündigt mit Spoink. Klingt komisch, ist aber so, heute von 18 bis 19 Uhr. Und dann haben wir noch ein paar Infos zu den kommenden Raid Days und den Attacken. Die kann man nämlich auch teilweise durch die Entwicklung erhalten. Und seit gestern, 22 Uhr, ist die 2500er Liga bei der Go-Kampfliga aktiv. Da werde ich meine ersten 5 Kämpfe zeigen und nachkommentieren. Starten wir mal mit dem wichtigen und zeitlich sehr nahen. Von 18 bis 19 Uhr am heutigen Dienstag wird es Spoink in der Wildnis geben. So wie vor einer Woche schon Onyx und anscheinend, wenn man den Berichten aus Neuseeland, Australien und KKG trauen kann, und wenn das auch bei uns so ist, dann richtig häufig. Also nicht so wie bei Onyx, wo man ab und zu mal ein Onyx gesehen hat, sondern echt viele Spoink. Mal schauen, wie es mit der Shiny-Chance steht. Aber ansonsten, ja, kein Event oder irgendwie so, sondern einfach nur Spoink in der Wildnis. Gibt's in Shiny natürlich. Ansonsten wäre sowas eher unnötig, muss ich sagen. Je nach Pokémon, aber ein Shiny finde ich da schon wichtig für so eine Stunde. Also, wem das Shiny noch fehlt, der kann es jagen. Ich besitze einen 100er, ich besitze 3 Schillernde, werde aber trotzdem die Stunde spielen, einfach weil ich alles mitnehme. Aber was ich irgendwie seltsam fand, auf Social Media schreibt Niantic: Denkt dran, Trainer, heute ist ja die Spotlight-Stunde, die wir nicht angekündigt haben, aber denkt dran, Trainer, nicht vergessen, ihr wisst ja. Also, mal offenbar ist das jetzt einfach so immer Dienstag, beziehungsweise ist mal ein Experiment, jedoch soll das wohl so geplant sein. Dienstag diese Spotlight-Stunde, wo eine Stunde lang irgendein Pokémon kommt, 18 bis 19 Uhr. Mittwoch, auch ohne Ankündigung, schon länger, die Raid-Stunde mit dem legendären Raid-Boss häufiger. Und dann am Donnerstag die Bonusstunde, wo irgendein Bonus eine Stunde lang aktiv ist von 18 bis 19 Uhr. Beim vergangenen Mal war es der doppelte Fangsternenstaub und der doppelte Raid-Sternenstaub. Nun würde irgendwas Sinn ergeben wie vermutlich doppelte Erfahrungspunkte, denn doppelte Bonbons kann ich mir nicht vorstellen, wenn wir erst kurz danach das Valentinstags-Event haben. Aber wer Spoink haben möchte, heute 18 bis 19 Uhr, mal schauen, wie diese Stunde wird. Ich werde definitiv rausgehen. Valentinstag ist auch eine perfekte Überleitung, denn eine neue Info, beziehungsweise sogar zwei neue Infos. Wo haben wir es hier? Der Raid Day mit Schlurp am 15. Februar, 14 bis 17 Uhr. Man bekommt 5 gratis Raid-Pässe. Und hier hat Niantic nur so ganz nebenbei als Antwort, die man vielleicht gar nicht finden würde, bestätigt, dass man die exklusive Attacke Body Slam nicht nur bei Schlurp erhält, sondern die wird auch mitgenommen, sozusagen, beziehungsweise auch Schlurp-Lag, die man in der Eventzeit von 14 bis 17 Uhr entwickelt, erhalten Body Slam. Wie so oft bei solchen exklusiven Attacken definitiv nichts, was man in der Arena oder im Raid benötigen würde oder bei Team Go Rocket, sondern im PvP, bei der Go-Kampfliga oder auch bei anderen Cups und Turnieren. Aber wer ein gutes Schlurp noch von damals rumliegen hat oder ein gutes in diesen 3 Stunden erhält, da könnte man überlegen, es schon zu entwickeln, denn dann bekommt es eben die Attacke. Dann haben wir ja noch einen weiteren Raid Day, der für den Pokémon Day angekündigt wurde, mit Nidorino und Gengar, die beiden Pokémon aus dem Intro, der legendäre Kampf. Da wird es Partyhut Nidorino im 2er-Raid geben und Partyhut Gengar mit Schlecker und Psychokinese im 4er-Raid. Und auch hier hat Niantic gesagt, wenn man ein Alpollo zu Gengar entwickelt in diesem Event-Zeitraum, wird es ebenfalls die Attacken Schlecker und Psychokinese erlernen. Ich habe ein 100er Alpollo. Die Sache ist nur, Alpollo kann man in der Superliga verwenden. Habe ich schon häufig gesehen. Muss ich noch überlegen, aber vielleicht entwickle ich es. Schauen wir mal. 5 gratis Raid-Pässe auch hierbei und die beiden Pokémon mit Partyhut in Shiny möglich. Eine Sache, die man hier nur bedenken kann, beziehungsweise das wird vermutlich so sein. Nö, Moment mal, ich hatte einen Denkfehler. Quatsch. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und nun die 5 ersten Kämpfe in der Hyperliga Go Battle League mit Togekiss,
mit Giratina und mit Toxic Quark. Die Attacken werde ich nebenher einblenden. Das Gameplay habe ich auf 130% gestellt und die Wartezeiten bei den Schilden, die schneide ich dementsprechend immer raus. Im Nachhinein betrachtet beim Ansehen, ja, es sind natürlich einige Fehler passiert. Finde ich aber wirklich krass, manches fällt einem oder fällt mir beim Kämpfen gar nicht so auf. So, hier haben wir einen Stalos und ich war am Überlegen, soll ich auf Antikkraft gehen, wird er schilden? Aber entweder hat er gehofft, ich nehme Antikkraft oder wusste nicht, dass Togekiss auch eine Feuerattacke hat. Das war natürlich gut für mich. Und bei Stalos bin ich mir aber nicht so sicher, weil das kann auch Rambos haben, Typ Stahl, drückt ordentlich rein bei einem Togekiss und so. Ja, mit den Attacken muss man schauen. Und der Gegner hat ebenfalls ein Togekiss. Hier lade ich noch ein bisschen auf und ich setze Antikkraft ein. Hat eine 10% Chance, dass Angriff und Verteidigung um 2 Stufen raufgehen von maximal 4. Also wenn ich Steigerungshieb zum Beispiel verwende, steigt der Angriff um 1 Stufe. Aber immer, zu 100% ist das bei Steigerungshieb. Bei Antikkraft, wenn das eben zündet, dann direkt um 2 Stufen, aber die Chance liegt leider nur bei 10%. Und ich kann das sagen, ich will das jetzt sagen, direkt schon, ist ja kein Spoiler in Wahrheit. In allen 5 Kämpfen, und ich habe dann noch 5 weitere gemacht, in meinen ersten 10 Kämpfen kein einziges Mal dieser Effekt. Und das, obwohl ich Antikkraft bei 2 Pokémon habe. Also das ist schon wirklich heftig, muss ich sagen. Weil, ja, keine Ahnung, also wenn man von 10 Kämpfen, wo 2 Pokémon die Attacke haben und man setzt die Attacke relativ häufig ein, wenn dann niemand den Effekt bekommt, ich meine, ich habe die Attacke nicht wegen des Effekts, aber wenn man den häufiger erhält, dann, ja, was will der Gegner da tun? Ist er ausgeliefert, weil dann wird aus so einem Giratina eine richtige Maschine. Vielleicht habe ich aber bei meinen nächsten Kämpfen etwas mehr Glück. So, hier kommt dann das Togekiss gegen mein Giratina. Das kann natürlich sehr gefährlich werden, aber knapp noch die Drachenladeattacke unterbringen können. Und dieses Togekiss dem Erdboden gleich gemacht. Okay, und der zweite Kampf. Währenddessen wollte ich ein Problem besprechen, welches mir so aufgekommen ist. Gegner direkt mit einem Impergator. Und zwar, es geht hier in jeder Season ganz normal weiter. Von Liga zu Liga, die Kämpfe, das Rating, das Ranking, das setzt sich nicht zurück. Und naja, unterm Strich, wenn man wirklich kompetitiv ist und überall versuchen möchte, das Beste rauszuholen, dann ist die Go Battle League in Wahrheit nur für Level 40er, oder? Beziehungsweise die Leute, die nicht Level 40 sind, haben nur 2 Wochen Zeit, nämlich in der Superliga oder wer auch für die Hyperliga ein paar Pokémon hat, um dort bestehen zu können. Denn wie soll man in der Meisterliga irgendwie kämpfen können, wenn man die richtigen Pokémon dafür nicht hat? Und von daher, das ist echt knifflig. Das habe ich am Anfang bei der Ankündigung gar nicht so bedacht. Hier jetzt gegen ein Bisasam, das wollte ich auch dazu sagen. Da bin ich noch unsicher, was man da am besten einsetzt. Ich bin auf Antikkraft gegangen, in der Hoffnung so, eventuell triggert ja mal dieser Effekt für die 2 Stufen höher. Aber Drachenklaue hätte vermutlich wegen Same Type Attacker Bonus auch hier mehr Schaden verursacht mit weniger Energieaufwand. Das war also in Wahrheit relativ doof von mir. Ist aber dann trotzdem noch knapp gut gegangen. Ja, auf jeden Fall die Superliga, wenn man da wirklich die Meta-Pokémon so hernimmt, Azumarill, kann man wirklich locker flockig schon mal besitzen. Ist nicht so teuer, das alles hoch zu pushen. Altaria, Registeel wäre dann vielleicht schon etwas kniffliger gewesen für Leute, die nie raiden, aber auf der anderen Seite, Registeel war jetzt kein Muss. Jedoch, wenn man hier schon dann die Hyperliga sieht, Giratina wäre relativ wichtig. Natürlich kann man auch ohne bestehen, aber dann benötigt man ebenfalls ein paar andere Pokémon, die vielleicht nicht so günstig sind. Und dann eben, kommt man überhaupt mit seinem aktuellen Trainerlevel auf Pokémon, die 2500 Wettkampfpunkte erreichen? Wenn wir zum Beispiel meinen Toxic Quark hernehmen, für das muss man sogar Level 40 sein, um das auf die 2500 zu bringen. Oder wenn man
ein Pixie hernimmt. Auch Pixie am Maximallevel unter 2500, sprich dafür muss man Level 40 sein oder man kann Pixie nicht verwenden oder man hat ein schwächeres. Und hier leider den Kampf verloren. Ich habe geschlagene 5 Minuten gewartet und diesem regnerischen Bildschirm zugesehen. Ich schneide das jetzt natürlich raus. Dann habe ich die App neu gestartet und natürlich verloren. Kommt wirklich häufig vor, nervt gewaltig. In Wahrheit eine Frechheit, dass man das auch bei einem Premium-Pass dann einfach... Ja, man bekommt weniger Belohnungen. Der Kampf sah gut aus, hätte ich eventuell gewonnen. Hier muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht, warum der Gegner auf Snibuna gewechselt hat. Ja, klar, hat eine Eisattacke, aber die schilde ich doch sowieso weg. Das war wirklich... Ich habe Snibuna komplett runtergefarmt, nur mit der Sofortattacke. Ich glaube, das war... Ja, keine Ahnung. Ich bin kein Experte, aber das sah mir nicht nach einem schlauen Move aus. Jedoch, wirklich, wer vom Level her noch weit unten ist... Oh, Loe-Kanonade, hätte ich nie gedacht, dass das so reindrückt. Wirklich nicht. Und ich wusste auch nicht, ist vielleicht Feuerfeger oder Loe-Kanonade, wie auch immer. Na, aber... Wer wirklich, wem viel am PvP und an den Rängen liegt, aber wer das Level noch nicht so hat, dann muss man in den ersten 2 Wochen in der Superliga komplett reinhauen und danach, sagen wir mal, Pause machen. Weil vor allem dann in der Meisterliga wird es ja so richtig krass, da hat man, denke ich mal, unter Level 40 nur schwer eine Chance. Ich sag mal, ja, wer wirklich Ahnung hat, die perfekten Typen, um die Meta zu zerstören, die perfekten Counter, wer weiß, wie man wechseln kann und so, dann vielleicht mit Level 37, 38 so auch halbwegs eine Chance, aber ansonsten ein Level 30er wird in der Meisterliga echt Probleme haben, ist nun mal so und vor allem, wer Level 30 ist, der hat vermutlich auch noch nicht so viele Chancen gehabt, um die legendären Pokémon zu raiden. Das eine oder andere Giratina für die nötigen Bonbons, um das hochzupushen. Das ist wirklich, also PvP ist unfassbar teuer. So richtig, richtig teuer. Die Ladeattacke bei den Legendären, dann die Candies zum Hochpushen, dann nochmal 100 Candies für die zweite Ladeattacke, wenn man das eben... Ich sag nicht, dass man alles benötigt, um zu gewinnen, aber natürlich jedes Extra, welches der Gegner hat und man selbst nicht, ist ein Nachteil. Und von daher, ja, mal schauen, wie das so ist. Aber im Grunde hat es irgendeinen Nachteil, wenn man nur die Superliga macht zum Beispiel und danach 4 Wochen lang nichts. Ja, natürlich, einem entgeht der ganze Sternenstaub und so und man hat die Pokémon-Belohnungen nicht, die Encounter, die weiteren TMs und so. Aber das Rating verschlechtert sich dann nicht, weil das bleibt einfach so, wie es ist. Okay, und das ist hier schon mein letzter Kampf. Wenn ich den gewinne, habe ich 4 Gewinne und eine Niederlage. Und das, obwohl die Niederlage auch nur wegen, ja, Server und so weiter. Aber ich muss sagen, bei 4 Kämpfen nur einmal mit Serverproblemen, das ist in Wahrheit, denke ich mal, ein guter Schnitt. Aber ich merke wirklich, wenn ich mir das auch so ansehe, oh Mann, was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach den letzten Kreis vergessen und habe das... Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, wo ich das Video geschnitten habe. Was war denn da los, als ich gekämpft habe? Keine Ahnung. Aber mit meinem Team bin ich ganz zufrieden. Zumindest bei den Pokémon, die ich aktuell so als Gegner hatte. Mal schauen, ob ich da was ändern muss. Ansonsten, ja, das waren meine ersten 5 Kämpfe. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und würde sagen, sehen einfach beim nächsten Mal weiter.